Hallo, meine Freunde, und wieder zurück bei Crossout mit mir, dem Bumble. So, ich habe das Fahrzeug nochmal ein bisschen getestet aus der letzten Folge und auch nochmal ein bisschen umgebaut. Es hat mir nicht wirklich gut gefallen. Ich habe jetzt vorne mal hier zwei, Schieber quasi rangebaut. Ich habe auch den Motor ausgetauscht, habe den leichten gegen einen schweren Motor ausgetauscht. Und die beide hier nochmal ein bisschen vorgesetzt. Muss mal schauen, ob das so gut ist, was ich da gemacht habe. Ja, vielleicht könnte man eventuell sagen, man setzt das sogar noch nach vorne hier ein bisschen. Und macht hier vielleicht nochmal so leichtbaumäßig noch was ran. Warte mal, wo haben wir es denn da? So, dann ist das hier alles nochmal ein bisschen gepanzert. Und jetzt können wir wieder los in die Runde. Ich hoffe, jetzt klappt es auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe zwei, drei Testrunden nochmal gespielt, ihr habt zwischendurch. Die waren jetzt, sage ich mal, nicht so berauschend. Also es ging auf jeden Fall besser. So. Ach, ja, da. Der Christoph. Der Christoph ist schon wieder weg. So. Hier stehen zwei hin rum. Ne, jetzt bewegen sie sich. Okay. Gut, ich glaube mal, wir fahren hier auf der linken Seite. Fahren wir mal mit. Bleiben ja, wie gesagt, ein bisschen im Hintergrund. Ich habe auch gemerkt, der Hammerfall alleine ist nicht so geil. Also, Unterstützungswaffe bräuchte er wirklich. Aber das hier ist ja, wie gesagt, zum Testen hier, dieses Fahrzeug. Okay, ich hoffe, der hat uns nicht gesehen. Noch nicht, okay. So, er ist weg. Da kommt gleich der nächste. Muikarner. Hilfe! Ah, geh aus dem Weg! Komm, schieß! Geht doch. So, hier ist noch einer, habe ich gerade gesehen. Da vorne auch noch. Okay, da schleichen wir uns jetzt einfach mal rein. So, und da war noch einer, der uns ärgern wollte. Okay, der hat da so ein schönes offenes Benzinfass. Da kommen wir gerade nicht ran, ne? Ja gut, der ist weg. Der ist weg, aber bei uns in der Base stehen noch welche. Aber ich glaube, nee. Doch, die stehen da noch drin, aber wir nehmen schneller ein, okay. Okay, ihn versuche ich aufzuhalten. Du kommst nicht bei eine Base rein. So, weg ist er. Der Kollege. Mensch, das war doch eine ganz gute Runde. Also man kann zufrieden sein, sagen wir mal so, ja? Wir haben gut Schaden reingehauen. So, sind wir am Platz 2 sind wir geworden. Okay, wir haben 5-mal geholfen und einen Kill. Kann man sehen lassen. Okay, jetzt gefallen mir auf jeden Fall die Kreising um einiges besser als vorher. Vorher haben sie nicht wirklich was gebracht, die kleinen Dinger. Ansonsten müsste man sogar überlegen, ob man die sogar noch eine Etage tiefer setzt. Und die, ja, das vorne einfach noch ein bisschen umbaut. Das vorne gefällt mir halt noch nicht so wirklich gut. Ja, dass man das, die Kreissägen quasi dahin setzt, wo jetzt die großen Keile sind. Okay, warte mal, da wird hier meistens immer Fernkampf betrieben. Oh mein, in die Richtung ist da überhaupt irgendwer von uns? Nee. Sind alle in der Base? Okay. Das heißt, ich kann ja jetzt auch nicht alleine da reinpreschen, weil ich ja sofort weg. Okay, Augen aufhalten. Okay, jetzt verteilt sich das so langsam. Okay, da vorne ist Triple X.
So, hier oder den Winsfield. Da brechen wir jetzt mal rein. Und sorgen hier mal für Unruhe. Aber Unruhe ist leichter gesagt als getan, wenn man... Wo sind meine Jungs? Wo sind die denn alle hin? Ja, schön. Erde steht hier regungslos da drinnen rum. Der Rest ist schon weg. Ach Mann, Jungs. Ja, und er steht hier und macht gar nichts. Schön. Schöne Kacke. Gut. Okay, pass auf. Ich würde gerne die Kreis sehen. Die sind, also sagen wir mal ganz einfach, sie gefallen mir gar nicht gerade. So wie sie da jetzt verbaut sind. So, pass auf. Da kann ich es nicht ransetzen, weil da bräuchte ich jetzt quasi ein. Na, du weißt schon. So, warte mal, das hier nehmen wir auch einmal weg. Machen wir das mal komplett weg. So. Jetzt könnte ich die verbauen. So. Dann nehme ich mir jetzt meine Kreissägen. Die versuche ich hier reinzusetzen. So, wie weit stehen sie denn jetzt vor? Och, doof. Okay. Warte mal, das muss hier sein. Setze ich hier auf jeden Fall noch was Leichtes vor, sage ich mal. Das am besten... Haben wir davon noch welche? Ja. So. Eventuell... So, und jetzt nochmal Kreissägen. Zack. Das reicht? Ich weiß es noch nicht. So, Kreissäge. Hier kommt mittig. So, was machen wir jetzt hier oben? Da könnten wir theoretisch auch nochmal irgendwie was vorsetzen. Hier, das hat nicht viel Gewicht, aber Panzer hat eigentlich relativ gut was weg. So, ja. Dann wollen wir mal das in eine Testfahrt reinhauen. Und wir fahren mal unseren eigenen Auto hier in eine Seite rein und gucken, ob die Kreissägen effektiv gerade sind. Ja doch, also, naja, was heißt effektiv, ja? Ich glaube, unten die Schilde, die blockieren immer noch sehr, sehr stark. So, wenn ich die wegnehme, dann sind sie definitiv gut eingesetzt. So, fahren wir den hier mal wieder eine Seite rein. So, jetzt habe ich natürlich das Problem... Mit unten. Warte mal, so rum. Und die noch eine Etage quasi tiefer. Nee, das will ich doch gar nicht. So, das da drüber. So, probieren wir auch mal so rum. Okay? Testen wir mal ein bisschen. Ansonsten würde ich einfach wieder mein altes Fahrzeug nehmen. Mit der Thunderbolt und den Hammerfall. Das hat mir verdammt alle gut gefallen, muss ich sagen. Die Runden haben richtig Laune gemacht. Das hier ist ja jetzt wieder mehr so, ich sage mal, probieren, probieren, testen, ja. So. Und diese Kanone möchte ich auch gerne mal sehen, ey. Okay, das ist hier die neue Karte. So. So, da hinten tummeln sich natürlich die ganzen Gegner. Ja, er ist unsichtbar. Hat er irgendwas gesehen? Nö. Da will er einfach nur unsichtbar schnell darüber. Kann ja auch sein.
Okay, da unten tummeln sie sich. Wir versuchen mal mit dem Bus. Der ist hier direkt hinter uns. Einfach mal die Gegner quasi in den Rücken reinrasseln. Weil die ganzen Schützen hinten wegziehen. Rennt hier noch irgendwo einer? Nee. Okay. So, komm doch mal weg da! Okay, wir sind Kanonenfutter. Kanonenfutter! Okay, ey, was hat er denn da cooles für ein Fahrzeug? Was, das Ding hat mich jetzt getötet, Leute. Ernsthaft. Okay, das sieht für unser Team auch wieder nicht so super aus. Diese Drohnen. Der Tuning geil. Bin unbesiegt? War ich so gut? Nö. So viele Punkte geholt? Wow. Wow. Okay, dann gebe ich dem Fahrzeug jetzt mal keine Schuld. Dann war einfach unser Team scheiße. Gut. Hätte man das auch geklärt. Eieieiei. Naja, eine Runde testen wir noch, wenn nicht, gehen wir wieder zurück auf das andere Fahrzeug. Was mir bisher auf jeden Fall besser gefallen hat. Was? Freitag der 13.? Ist heute Freitag der 13.? Heute ist Freitag der 13. Ja, okay, wenn die Folge rauskommt, ist nicht mehr Freitag der 13. Aber heute ist Freitag der 13. Stimmt. Jetzt, wo die das sagen? Mir doch gar nicht aufgefallen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Heute ist Freitag. Ja, kein Wunder, warum ich hier nicht so gut spiele. Und hier Blödsinn fahre. Oh oh. Du mach doch mal den kaputt. Okay, das Fahrzeug wird aussortiert. Gefällt mir nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht. Okay, es gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich gehe da auch gleich zurück zur Garage. Das war echt scheiße. Ich nehme wieder mein anderes hier, mein Mini hier. Hier, lade mir den bitte. Den baue ich nur ganz kurz um. Das dauert nicht lange. Warte. Zack, zack, zack. Die hier weg. So, hier machen wir mal ganz kurz auf. So. Zack. Da setzen wir noch den Aktivkühler, setzen wir da noch rein. Warte mal, wie hatte ich. Muss ich überlegen, wie hatte ich denn das gebaut? Ihr habt. Und zwar hatte ich doch noch. Den hier auch noch drin. So. Dann hatte ich den, glaube ich, davor gesetzt. Hier, da rein. Da gehörst du rein. So. Zack. Zack. Und meine beiden Hauptwaffen rein. Und zwar einmal hier, er hier. So. Und Thunderbolt auf die Seite. So. So hatte ich das vorhin, glaube ich, gehabt. So werde ich das jetzt auch weiterfahren. Das gefällt mir viel, viel besser. Heute ist Freitag, der 13. Okay, warte, jetzt muss ich kurz gucken. Wann kommt denn die Folge eigentlich raus? Die kommt am 22. Okay, die Folge ist jetzt am 22. Also die jetzt, die ich jetzt gerade drehe. Okay, ist ein bisschen Zeitverzögern, ne? Ja, wenn man merkt, Freitag der 13. ist heute. Aber die Folge erscheint quasi am 22. Ja, ich muss ja immer irgendwie noch ein bisschen voraus produzieren.
So. Ja, das Fahrzeug. Ich finde es um einiges besser. Weg ist er. Weg ist er. Okay, das war auch nicht mein Verdienst. Okay, also mir gefällt das verdammt scheiße gut. Ja, auch mit dieses Fahrzeug, mit dieses Aufgabeln und den Gegner quasi dann immer von unten attackieren. Ich bin sogar an überlegen, ob ich mir noch zweimal die Thunderbolt hole, da ich ja den Hammer vorher halt nicht auf ewig habe. Und damit sogar noch ein bisschen hier Action machen kann. Das gefällt mir sogar so gut, dass ich richtig Bock drauf hätte. Aber das heißt, dann müsste ich schon wieder die Fraktion tauschen, um mir die Thunderbolt zu bauen. Das mache ich aber erst, wenn ich bei den Dornschödeln war. Die ist jetzt erstmal das oberste Ziel quasi. So, da kommt gleich einer, da kommen zwei. Wir fahren dem mal entgegen, den Kollegen. Ah, hier dieses Aufgaben ist halt extrem scheiße böse, ja. Und gewonnen! Und gute Runden ist. Ich fand's wieder gut. Ja. Vor allen Dingen machen wir hier gute Benzin. Wirklich gutes Benzin machen wir da. Weiter. Hallo? Jetzt. Und nochmal eine Wartezeit. Okay, da wird schon geschossen. Ui, da kommen Raketen. Knapp, aber knapp. Das war knapp. Jetzt haben wir schon wieder die Bauarbeiter. Ich hoffe, man hört das nicht. Na, bald trifft er, wenn er so weitermacht. Wo sind die Gegner? Da unten sind welche. Werd mal da runterfeuern. Dort eventuell aushelfen. Einer ist da noch von uns. Okay, da hat gerade geknallt. Okay, hier. Da ist die Action. Okay, das sieht aber allgemein gerade nicht für unser Team gut aus. Schon wieder Haufen Drohnen. Okay, aber den hätten wir jetzt auch wieder aufgehalten. Hätten wir ein bisschen länger gelebt. Ah, nee. Ja, okay. Ja, man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Das ist halt so. Niederlage. So. So, was hat er denn da Schönes? Die Lanzen, die sind auch eigentlich ganz nett. Wenn du davon ein paar hast, also kriegst du auf jeden Fall einen Gegner mit einem One-Hit hin. Ja. Oder beziehungsweise haust du den so viel Schaden rein, dass er sich eigentlich, dass er relativ wehrlos ist, wollte ich sagen. Da wird schon schön geschossen. Die Karte, die finde ich natürlich sehr unfreundlich für Nahkämpfer.
Unten hast du Wasser, wo du dich langsamer bewegst und hier oben wird, sag ich mal, mit Artillerie geschossen, volle Kanne. Ja. Okay, der hat da Bogen. Da kommt noch ein zweiter ins Spiel. Okay, dann sind wir weg. Oh, der hat einen Mähdrescher. Hilfe! Nein! 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 Ah, das war schlecht von uns. Also auf, da gehe ich auch gleich zur Garage, weil raus aus dem Rennen. Punkte gab es eh wahrscheinlich nur ganz wenig. Oh, wir haben auch bald den täglichen Boost, haben auch bald erreicht. Denkt mal noch ein Rennen, dann ist ja auch wieder weg. So, Kollegen der Sonne. Wie schaut's aus? In welche Richtung fahrt ihr? Du bist weg. Pass hier auf. Okay. Sind die schmaler geworden, die Mähdrescher? Oder was hat der da dran? Die sind doch sonst immer viel breiter, oder nicht? Okay, hier ist anscheinend einer, da ist er. Da kommen Drohnen. Meine liebsten Freunde. Unsere Base wird angegriffen. Unsere Kollegen, das, was die machen, wissen sie jetzt aber wahrscheinlich auch gerade nicht so richtig. Okay, da helfen wir erstmal aus. Jungs, unsere Basis wird angegriffen. Hey, weg hier. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Ach man. Oder? Und fort rein da. Waren die da nicht rein? Oh, man kann doch auch nicht überall sein. Gut, eine Runde will ich noch machen. Eine Runde geht noch. ...626, das höchste insgesamt hier. Das ist schon... ...hat schon ordentlich. Ordentlich schlecht. So, wo fahrt er denn alle lang? Warte nur auf euch. La 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 la. Ah, da stehen sie. Aber so, jetzt hauen wir hier links rein. Komm schon! Komm schon! Wo sind wir denn hier? Ah, voll vergeilt. Entschuldigung, Jungs. Ich hab auch gerade nichts mehr hier so richtig zum Fahren, ey. Oh, wir sind gleich tot. Er hat uns ein Visier genommen. Oh, 74 Leben noch. Hilfe. Okay, wir können nichts ausrichten. Wir können uns ja kaum noch bewegen hier.
Ja, wie One-Hit. Muss ja nur irgendwer kommen jetzt und hier abschießen. Da kommt eine Drohne, eine fucking Drohne, ey. Entschuldigung für die Ausdrücke, aber. Ja, okay. Ja, war sowieso klar. Ja, das kann man eh nicht lange halten. Gut. Ich würde sagen, für diese Folge war es das denn erstmal. Und, nur mal schauen, was wir denn in der nächsten Folge machen. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge werden wir den Hammer vor wahrscheinlich nicht haben. Und nicht mehr haben. Wir haben ihn jetzt auf jeden Fall testen können. Das Ding hat auf jeden Fall Laune gemacht. Der war echt gut. Und ich bin auch echt am überlegen, ob wir nicht wirklich mal seinen Schrotflintenfighter bauen. Ja, quasi den ohne Hammer voll, weil das Ding kann ich mir echt nicht leisten zur Zeit. Aber dann vielleicht mit Thunderbolt und dann 3 Stück oder so, mal schauen. Hätten wir überhaupt Energie für 3 Stück? Ja, hätten wir. Also das wäre auf jeden Fall machbar. Ja, das Ding hier quasi in einen Nahkämpfer noch umzubauen. Ich hätte Bock drauf, aber als allererstes steht ja quasi erstmal Dornschilden auf den Tagesplan. Und da sind wir bei dran, sag ich mal. Dauert noch ein bisschen, aber sind wir bei dran. Ich gebe mein Bestes, dass ich mal nebenbei mal wieder ein bisschen leveln kann. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Crossout. Ciao!